Herzlich willkommen zu Campus TV Kompakt. Ein letztes Mal für dieses Jahr. Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür, aber auf dem Campus in Lingen war wieder einiges los. Stammzellenspender gesucht. Gemeinsam mit dem Leo-Club Lingen und Unternehmer Chris Hofschröer organisierte ein Projektteam der Hochschule eine Typisierungsaktion auf dem Lingener Campus. Ziel war die Gewinnung neuer Stammzellenspender für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, die KMS. Insgesamt haben 360 Bürger ihr Blut typisieren lassen. Student gewinnt Digitalkamera bei Fotowettbewerb. Bereits zum zweiten Mal organisierte das Institut für Management und Technik einen Fotowettbewerb unter dem Thema Studieren in Lingen. Gesucht wurden Fotos, die das Studentenleben aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen. Den ersten Platz machte Mike Frieler. Die Verleihung fand am 5. Dezember statt. Zum siebten Mal auf Sendung. Am 10. Dezember füllte sich der Saal des Zentralkinos in der Lingener Innenstadt. Grund dafür war die Premiere der aktuellen Campus-TV-Show. In der siebten Ausgabe begrüßten euch Anne Wilby und Jan Starke. Sie blickten zurück auf das Jahr 2014, unterhielten sich mit Studierenden im Ausland und schauten beim Musikerstammtisch und Poetry Slam in Lingen vorbei. Wieder auf der Bühne. Das Burgtheater in Lingen hat das Theaterstück König Drosselbart und das Mädchen Prinzessin wieder aufgenommen. Das Stück feierte im Juni Premiere. Die Ensembleproduktionen der 5. und 7. Semester Theaterpädagogik wurden erneut vom 13. bis 15. Dezember gezeigt. Auch diesmal vor begeistertem Publikum. Studierende designen Hochschulkollektionen. Ein Team aus verschiedenen Gremienvertretern der Hochschule hat einen Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem Studierende einen Aufdruck für Pullover und T-Shirts selbst designen können. Dem Gewinner winken 300 Euro und die neue Hochschulkollektion wird zum Verkauf angeboten. Einsendeschluss ist der 1. Januar 2015. Und noch eine kurze Erinnerung für alle Studierenden. Bis zum 15. Januar muss der Studierendenbeitrag wieder gezahlt werden. Das war's für heute vom Campus in Lingen. Wir wünschen allen ein fröhliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen. Im nächsten Semester informieren wir dann wie gewohnt über aktuelle Themen aus dem Campus TV-Studio. Bis bald!